Moin Leute und willkommen zu der kleinen Wochenübersicht vom 24. bis zum 30. Oktober. Das stimmt sogar. Ja, wir fangen heute an am Montag um 15 Uhr mit der Wochenübersicht natürlich. 16 Uhr Paper Mario Color Splash, 17 Uhr Mafia 3, 18 Uhr Here They Lie, das reimt sich. Und das ist übrigens auch das Finale von Here They Lie heute. Und um 19 Uhr Doorway, Holy Mountains of Flesh. Dann, ja, so, das wisst ihr vielleicht ja schon. Heute Nacht geht's los mit dem Dark Souls 3 DLC Ashes of Ariandel. Das heißt, ich werde wahrscheinlich aber erst morgen Mittag damit anfangen, weil ist halt so, ne? Ich will das nicht irgendwie schon nachts um 0 Uhr hochballern. Da kommt nur ein kleines Video, wie ihr in den DLC gelangt. Am Dienstag. Paper Mario fällt leider aus, wegen Dark Souls. 17 Uhr Mafia 3. Das kommt, weil das ist das Finale von Mafia 3. Um 18 Uhr Here They Lie nicht, sondern auch Dark Souls. Um 19 Uhr Doorways nicht, sondern auch wieder Dark Souls. Um 20 Uhr, oder machen wir was anders. Machen wir 19 Uhr Doorways und um 20 Uhr wieder Dark Souls. Außerdem, ja, genau, Livestream von 16 bis 20 Uhr am Dienstag. Wir spielen wahrscheinlich Bioshock Infinite. Ich wollte jetzt so die Bioshock-Trilogie durchspielen. Am Mittwoch, kennt ihr ja schon, da kommt um 15 Uhr das Kochvideo, der Foodporn. Die haben leider noch nichts aufgenommen, das mache ich dann heute Abend oder morgen. Also kann ich euch nicht sagen, welches Rezept kommt. Um 16 Uhr Paper Mario geht weiter. 17 Uhr Dark Souls, 18 Uhr Dark Souls, 19 Uhr Doorways. Wenn es bis dahin nicht schon durch ist, ich glaube, so lange geht es nicht mehr. Und um 20 Uhr auch wieder Dark Souls. Wir machen ein bisschen mehr Dark Souls. Ich habe ja schon mal gesagt, ich lebe von dem Kram, deswegen mehr, 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 mehr. Am Donnerstag geht's weiter. Auch wieder Mario um 16 Uhr, 17 Uhr Dark Souls, 18 Uhr Dark Souls, 19 Uhr Doorways oder Dark Souls, 20 Uhr, je nachdem, ob Doorways fertig ist, auch wieder Dark Souls. Wenn es fertig ist, ich will nicht mehr als 3 Parts pro Tag. Das ist dann ein bisschen zu viel. Außerdem wieder Livestream von 16 bis 20 Uhr. Am Freitag gibt es wieder die Lesung. Ich habe mich dazu entschieden, die Lesung wieder zu machen. Ja, weil ich will da vielleicht was anleiern mit einem, mit einer Plattform, die ich jetzt hier noch nicht erwähnen möchte, weil es ist noch nicht in trockenen Tüchern. Vielleicht darf ich ja dann da Bücher vorlesen, also so Leseproben machen und dann dafür E-Books anbieten. Ihr könnt euch dann das E-Book kaufen. Weiß noch nicht, wie das funktioniert. Ja, um 16 Uhr Paper Mario, 17 Uhr Dark Souls, 18 Uhr Dark Souls, 19 Uhr Dark Souls oder Doorways. Je nachdem. Am Samstag dasselbe Programm. Da gibt es nichts Besonderes soweit. Ist zumindest nichts geplant. Ach so, die Woche mache ich auch noch ein Unboxing. Kommt wahrscheinlich dann am Dienstag. Es ist wieder eine neue Kiste gekommen. Ja, ich freue mich schon. Ja, am Sonntag dann wieder der Bartlock. Das kennt ihr schon. Livestream von 12 bis 19 Uhr sowie irgendwelche Mini-Projekte. Wahrscheinlich wieder ganz viele VR-Videos. Es gibt nämlich noch ein paar Demos, die wir noch nicht gespielt haben. Und ja. Was noch? Ja, am Sonntag, da ist das noch nicht so weit, aber am Montag, dem 31.10., da machen wir einen Halloween-Stream. Auch wieder 12 Stunden, 12 oder noch ein bisschen länger. Also ich habe jetzt geplant von 10 bis um 10 oder sogar bis um 12, weil am Dienstag ist Feiertag. Zumindest in einigen Bundesländern. Leider nicht überall, aber ich mache trotzdem ein bisschen länger am Montag. Wer also Bock hat, ist herzlich dazu eingeladen. War's das? Wenn noch was kommt, dann werde ich das natürlich extra nochmal ankündigen. Auf Twitter oder sonst wo. Ich muss mal wieder was auf Instagram posten, ist mir eingefallen. Ja. Auf jeden Fall der letzte Bartlock. Vielleicht habt ihr ihn gesehen. Der mit dem YouTube-Workshop, die Nummer 17. Ich fände es sehr schön, wenn ihr euch den nochmal anschaut und vielleicht noch eure Meinung dazu gebt. Es haben schon einige Leute Kommentare geschrieben. Und ich fände es halt schön, wenn ihr das registriert, in welche Richtung der Kanal gehen soll. Ja, ansonsten danke für die Aufmerksamkeit und bis auf eine weitere Woche voller Spielspaß und Spannung, aber ohne Schokolade. Schade.